Wir sind alles Menschen, die Pferde lieben, ihre Freiheit, ihre Schönheit, ihre Stärke, ihren unbändigen Willen, ihre Sanftheit. All die schönen Pferde, der Podcast von Ilja van de Kastele. Wenn ich nur mal auf das eine, mir das eine rauspick, der Hengst geht hinterher. Ja, kann sein, dass der Althengst oder Herdenhengst hinter seiner Herde hinterhergeht, wenn die jetzt in einem Standortwechsel zum Beispiel sind. Kann aber genauso sein, dass der an der Seite geht, rechts oder links, kann aber auch genauso sein, dass der vorne geht. So dieses feste, dieses Pferd geht vorne, dieses Pferd geht hinten und sowas, gibt es nicht. Es hängt immer von der Situation und von der Umgebung dann auch ab. Insofern wird schwer, mir jetzt hier irgendwie so ganz... Nein, ich mache schon klare Aussagen, da wo ich mir sicher bin, wo ich sagen kann, das habe ich jetzt wirklich schon 100-fach beobachtet und da kann man Muster erkennen. Klar, da gibt es eine klare Aussage, aber es spielen halt immer so viele Faktoren damit rein. So, und da ist das Erste, gerade wenn wir auf wer führt eine Herde oder Rangordnung, diese beiden waren ja auch noch damit drin in deiner Frage, dass ich mir erstmal angucken muss, um da überhaupt ein Gefühl für zu kriegen, wie leben Pferde überhaupt, wie sind die organisiert? So, und da haben wir das große Problem, deshalb bin ich in die Wildnis gegangen, aber das ist so der entscheidende Punkt, was du wirklich auch nur in der Wildnis beobachten kannst oder da, wo Pferde frei leben, ohne großen Einfluss von Menschen, und das dann wiedererkennst bei unseren Pferden zu Hause.